Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Herr Bundesminister. Bitte, Herr Bundesminister. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, liebe Besucherinnen und Besucher in der Galerie und liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Erlaube mir auch zu den Vorrednerinnen und Vorrednern die eine oder andere auch Klarstellung zu geben, aber auch vor allem dieses Jahressteuergesetz in seiner Gesamtheit noch einmal darzustellen. Ich glaube, es ist sehr wohl auch einer Anerkennung würdig in Richtung der Arbeit, die für dieses Jahressteuergesetz geleistet wurde. Wir haben hier nicht nur, wie es vom Abgeordneten Greiner kommentiert ist, eine semantische Namensänderung, sondern es ist wirklich gelungen, in sehr kurzer Zeit ein Gesamtjahressteuergesetz 2018 zu entwickeln, das in einem Paket und damit auch in seiner Klarheit, in seiner Gesamtheit und Transparenz dafür Sorge trägt, dass auch die Arbeit mit den Gesetzen in Österreich einfacher und leichter wird. Und auch das ist ein Grundprinzip dieser neuen Regierung. Wir haben als wesentliche Punkte dieses Jahressteuergesetzes das, was wir heute auch in der Aktuellen Stunde schon präsentieren konnten und diskutieren konnten, mit Sicherheit das größte Entlastungspaket, das es für Familien in Österreich bisher gegeben hat, den Familienbonus Plus. Wir haben aber darüber hinaus auch in unserer Zielsetzung in Österreich die Abgaben- und Steuerquote deutlich in Richtung 40% zu senken, auch darüber hinaus weitere Gebührenerleichterungen und Abschaffung von Gebühren in diesem Jahressteuergesetz inkludiert. Und ganz ein wichtiger Aspekt auch in der Ergänzung dazu, wir haben auch wichtige Punkte in der Vereinfachung des Steuerrechts und darüber hinausgehend auch Maßnahmen, die Chance geben, auch Steuervermeidungsmaßnahmen zu verhindern und in dem Bereich damit auch einen wichtigen Ansatz in Richtung Betrugsbekämpfung gegeben. Und auch das ist eine klare Zielrichtung dieser Regierung. Und erlauben Sie mir vielleicht auf die wesentlichen Punkte eingehend, auch als Einstieg zum Thema Familienbonus Plus. Das, was wir alle in Österreich im Positiven als Basis nehmen können, ist, dass Österreich wichtige Beiträge in Richtung der Sozialleistungen über viele Jahre entwickelt und aufgebaut hat. Und wir zahlen aus unserem Jahresbudget von rund 80 Milliarden Euro 50% für soziale Sicherheit in unserem Lande. Und diese Regierung haben wir auch präsentiert bei der Budgetpräsentation 18 und 19 beim Doppelbudget, ist auch imstande, diese Leistungen zu steigern für die nächsten Jahre und damit auch die soziale Sicherheit in Österreich nicht nur zu sichern, sondern auszubauen. Und das ist die Grundlage, auf der auch diese Regierung aufbauen kann. Und um es konkret zu machen, rund 9 Milliarden Euro werden jährlich für alle Österreicherinnen und Österreicher im Bereich derer, die Kinder haben, für Beihilfe, für Förderung und Transferleistungen für Familien und Kinder jedes Jahr aufgewendet. Und auch hier haben wir Maßnahmen gesetzt, um diesen Wert auch in den nächsten Jahren zu steigern. Und das, was wir jetzt tun mit dem Familienbonus Plus, ist darüber hinausgehend für jene Familien, die auch durch Arbeitsleistung in Österreich dieses Sozialsystem mitfinanzieren, die durch ihre Beiträge, durch Steuern und Abgaben das System überhaupt möglich machen. Und diese Menschen in Österreich, meine Damen und Herren, haben sich verdient, auch durch ihre Leistung eine Entlastung zu bekommen, um damit auch das Ziel der Abgaben- und Steuersenkung zu erreichen. Das ist die Zielrichtung dieser Regierung. Und wir können jetzt Relationen von unten und nach oben diskutieren, wie es die Opposition jetzt gerne in den Stellungnahmen gemacht hat. Wir haben mit diesem Familienbonus Plus 90% der Familien in Österreich über die Basis der 9 Milliarden hinausgehend zusätzliche Entlastung für die nächsten Jahre gesichert. Wir haben bei 80% dieser Familien die volle Wirkung
von bis zu 1.500 netto pro Jahr pro Kind an Entlastungsleistung. Und wenn Sie hier versuchen, auch über eine theoretische Spaltung oder was auch immer zu reden, das ist eine Maßnahme, die bei den kleineren, mittleren Familieneinkommen die stärkste Wirkung hat und eine massive Breitenwirkung der Entlastung in Österreich zeigt. Und diese Gesamtleistung für 950.000 Familien, für 1,6 Millionen Kinder dahinter mit einer Gesamtwirkung von 1,5 Milliarden Euro, das ist die Dimension. Und ich freue mich, wie ich sehe, dass auch einige der Opposition jetzt schon auch den Familienbonusrechner auf ihren Smartphones aktiviert haben. Und ich hoffe, dass Sie alle damit auch zustimmen werden, wenn wir heute den Beschluss auch zu diesem Thema fassen. Ein wichtiger Zusatzaspekt. Wir haben auch mit diesem Jahressteuergesetz eine zusätzliche Rechtssicherheit. Es wurde heute angesprochen und es soll nicht untergehen. Wir haben für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich zwei ganz wichtige Service-Elemente, die wir neu auch in diesem Bereich der Finanzverwaltung einsetzen werden. Ein Thema, das auch unter dem Begriff Advanced Ruling in diesem Jahressteuergesetz definiert ist. Hier geht es darum, dass verbindliche Auskunft auch von der Steuerbehörde gegeben wird im Bereich der internationalen Steuerrechtsfragen und auch der Umsatzsteuerfragen. Das ist eine zusätzliche Qualität, die wir hier auch im Bereich der Finanzverwaltung und unserer Serviceleistung für Österreich in dem Bereich anbieten. Und darüber hinaus, auch im Rahmen dieser neuen Regelung der Bundesabgabenordnung, haben wir die Chance gegeben, unter dem Begriff Horizontal Monitoring hier die Möglichkeit zu geben einer begleitenden Prüfung, die sicherstellt, dass die Unternehmen auch im permanenten Dialog und Austausch der Daten und Informationen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit haben, hier rechtzeitig auch entsprechende Prüfungssicherheit zu haben. Auch das ist ein Beitrag zur Sicherung des Standortes, zur Sicherung der Wirtschaftsentwicklung, zur Sicherung der Arbeitsplätze in Österreich. Und beim Thema Verhinderung der Steuervermeidung, Bekämpfung der Steuervermeidung, hier haben wir zwei sehr wichtige Aspekte. Und weil auch kritisiert wurde, dass einzelne Elemente in der Nachteilssituation wären und weil Kollege Rossmann auch gerne den Vergleich mit Deutschland gezogen hat in einem Thema, kann ich Ihnen nur dazu sagen, Österreich hat auch bisher in der Arbeit der Finanzministerinnen und Finanzminister dafür gesorgt, dass Österreich gerade gegenüber Deutschland ein Vorbild auch geworden ist im Bereich von Maßnahmen zur Steuerbekämpfung. Und dort, wo wir jetzt nachsetzen, ist auch der Bereich, wo es darum geht, das Abzugsverbot für Zinsen und Lizenzgebühren, die in Niedrigsteuerländern entsprechend versucht wurden zu verbergen. 2014 gab es in Österreich vorbildhaft die erste gesetzliche Maßnahme dagegen. 2017 hat Deutschland uns kopiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir setzen jetzt nach, wir schärfen dort nach, dass diese Regelung auch in den Bereichen, die inzwischen sich verändert haben, gesichert wird und damit auch in dem Bereich das Einkommen der Steuern entsprechend in Österreich abgeliefert wird. Und darüber hinaus, als zweite diesem Thema zugewidmete Maßnahme, stellen wir sicher, dass auch bei den Konzernen, die auf internationaler Ebene mit Tochtergesellschaften arbeiten, die Gewinne dieser teilweise niedriger besteuerten Unternehmungen im internationalen Bereich nicht erst bei der Ausschüttung, sondern bereits im Anfall des Gewinnes direkt versteuert werden. Auch das ist eine deutliche, spürbare Maßnahme, die die Gerechtigkeit und Fairness auch der Steueraufbringung für Österreich in diesem Bereich sicherstellt. Eine Senkung der Abgabenquote, ich habe es angesprochen, auch im Bereich der Gebühren. Wir haben die Abschaffung der Gebühren im Bereich der Wohnungsmietverträge. Darüber hinaus jetzt mit diesem Jahressteuergesetz schaffen wir auch die Bürgschaftsgebühren ab. Damit geben wir gerade den jungen Menschen in Österreich, die vielleicht in ihrer Form als Studentenwohnung oder in anderer Form des Öfteren umziehen, auch da ist diese Bürgschaft großteils der Eltern gebührenbefreit. Auch das ein Signal, das wir geben in Richtung Abgabenquotensenkung. Und last but not least, zuletzt auch bewusst angesprochen aufgrund einer schwierigen Phase, die derzeit auch
die Landwirte und Landwirtinnen in Österreich erleben. Wir haben eine Situation, dass in einigen Teilen unseres Landes die Dürre herrscht, in anderen der Niederschlag so massiv ist und massive Hagelschäden in dem Bereich eingegangen sind. Wir haben uns dazu bekannt, dass das Maßnahmenpaket, das auch die Ministerin Elli Köstinger geschnürt hat, um hier Unterstützung zu geben, mit diesem Jahressteuergesetz tragen wir einen guten, positiven Beitrag dafür, dass auch den Landwirten in Österreich Unterstützung gegeben wird, insofern, dass sie nicht nur im Rahmen der Hagelversicherung, sondern darüber hinaus eine gerechte, faire, niedrigere Besteuerung haben. Damit geben wir auch 5 Millionen Unterstützung für jene, die für uns in diesem Land einen wichtigen Beitrag liefern. Auch dazu stehen wir. Und mit all diesen positiven Aspekten lade ich Sie alle ein, auch diesem Jahressteuergesetz heute zuzustimmen. Vielen Dank. Das Jahressteuergesetz ist dies das größte Entlastungsprojekt der letzten Jahre und vorbildlich im Bereich der Verhinderung von Steuervermeidung, sagte der Finanzminister.